Moinsens, YouTube! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Orcs Must Die. Das Level heißt dieses Mal Gülleloch. Es ist nicht wirklich ein gutes Level. Also ein gutes ist es schon, aber ich muss es nicht mögen. Ja, ihr seht schon, ich habe schon mal meinen Koffer gepackt. Und zwar standardmäßig mit der Armbrust. Auf der 2 die Säuregläschen, 3 die Krawummfässer, auf der 4 die Fallwand, auf der 5 eine neue Falle, die Schubwand und, oder Schubfalle, irgendwie sowas, auf der 6 den Mana-Brunnen, auf der 7 die Bogenschützen und auf der 8 ganz gediegen die Teerfalle. Wir werden als allererstes mal 2 Pfeilwände setzen und dann nochmal von diesen Schubfallen, weil wenn die vorbeikommen, werden die hier in die Säure geworfen, dann passt das schon. 300 kosten die kleinen Dinger hier. Ich überlege gerade. Na, wir wollen erstmal natürlich auch die Gegner verlangsamen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. So. Na gut. Dann geht's los. Ich hätte diesen Windstoß kaufen sollen. Der ist nämlich für hier eigentlich perfekt. So. Geht doch schon mal ganz gediegen hier die Runde. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die jetzt nicht einfach zufällig von der anderen Seite kommen. Dann haben wir nämlich ein Problem, weil da haben wir null Verteidigung. Okay, die kommen wieder von hier. Acht Runden werden übrigens gespielt. Und 20 Leute dürfen durchkommen. Ihr werdet merken, das ist eins der ersten schwereren Level, weil alleine jetzt schon merkt man es. Die verteilen sich unglaublich auf beide Seiten. Und das ist dann schon mal einen ganzen Ticken schwerer, die da bei sich zu behalten und die dann mit der Säure irgendwie abzuballern. Vor allem, wenn die dann, so wie diese schlauen Idioten, eigentlich ein Widerspruch, aber nicht schlimm jetzt. Dass diese Idioten da einfach durchkommen. Hier ist wichtig, verlangsamen bei den oberen. Da kann man auch unten wieder. Nur unten? Tatsächlich. Da kann man auch mal. Scheiße. Jetzt habe ich voll den Faden verloren, weil ich voll im Brass bin hier. Oben kann man auch ganz einfach nur Säure drauf werfen und dann passt das schon. Nein, nachladen. Okay. Drüben gehen welche lang, aber die fallen hier rein. So. Ist der hier rüber geflogen? Ich glaube, einer. Nee, einer liegt hier unten, der ist noch nicht tot. Oh, gut. Okay, wir haben genug Geld. Wir können erstmal nochmal Schubfallen setzen. Jedenfalls eine. Und dann müssen wir aufpassen. Hier kommen die dann durch. 600. Na, nee, das geht nicht. Das geht nicht auf. Wir machen erstmal nur hier so die Pfeilwände. Ja, ich weiß nicht, eigentlich solltet ihr es auch hören. Ich habe ein neues Mikro, also ein neues Headset, eher gesagt. Und ja, das sollte man eigentlich auch hören, ne, Freunde. Ich finde es echt geil. Ohne Witz, Leute. Die Quali ist richtig gut von dem Headset, meiner Meinung nach. Dafür, dass es gerade mal, boah, lass mich nicht lügen, was hat's gekostet? Ich glaube 59 Euro. Hat's gekostet. Und das hat echt eine gute Quali. Kommen die auch da? Nö. Da.
Bam. Bats. Und direkt die Welle kaputt zerschlagen, ohne irgendwelche Skrupel. Jawohl, so muss das sein. Ich glaube, jetzt kommen das erste Mal von beiden Seiten welche. Oder? Nö. Okay. Ah, Bogenschützen. Eine Zehnersträhne, da geht aber mehr. Scheiße, geh weg da. Na, egal. So. Perfekt. Friends. Ja, falls sie durchkommen, setzen wir dann noch eine Pfeilwand. Dann können wir nämlich, das mache ich jetzt gerne, das habe ich ebenso aus Spaß gesehen, Bogenschützen setzen, weil die können super verteidigen. Jetzt kommen hier wieder welche. Die können super verteidigen, wenn man irgendwie zwei Türen hat und beide werden angegriffen. Da kann man perfekt einfach Bogenschützen hinstellen und die regeln das dann schon für einen. Das ist echt geil. Oh, die kommt von oben. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das hätte fatal enden können. So, vor allem, ich habe hier ja jetzt auch zweimal Pfeilwände und ich habe auch noch die ganzen Teergruben, die die Gegner verlangsamt. Das ist natürlich auch nochmal ein großes Extra, großer Punkt, der es ein bisschen leichter macht. So, von oben kommen jetzt auch welche. Die zerschießen das Säureteil da eh irgendwann. Und wenn nicht, holen wir uns halt so eine Kombi. Okay, wir müssen nach oben. Na komm. Oh, kommen die von unten wieder? Nö. Ah, okay, ist beendet. Perfekt, dann können wir, damit es einfach sicherer ist, nochmal Bogenschützen aufstellen. Wir haben ja jetzt 3, 6, 8 Stück haben wir an der Zahl. Die sollten auf jeden Fall ein bisschen die Gegner in Schach halten. Ich bräuchte mal den Trank, der da liegt. So. Ich glaube, oben kommt ein Troll. Ja. Höh, der ist down. Wie geil. Oh, da ist auch noch einer. Ich frage mich, ja? Dieser Stinker kommt tatsächlich so weit. Komm mal her. Ah, Runde beendet. Geil. War aber ziemlich low, muss ich sagen. Dabei habe ich auf Mittel umgestellt. Wir müssen noch alle Schädel bekommen haben. Yeah. Perfekt, Leute. Wir gehen mal ins Kampagnenmenü. So, ihr seht schon, ich habe ein paar Level mit Schädeln nachgeholt. Das nächste Level ist Kammer des Chaos. Okay. Hier, ihr seht schon, ein paar Schädel habe ich nachgeholt. Ich stelle mal wieder auf Lehrling. Und ich möchte gerne verbessern. Wir haben 38 Schädel. Da kann man doch was machen. Da kann man was machen, Freunde. Ich würde sagen, wir verbessern auf jeden Fall die Teergrube. Das verlangsamt die Gegner dann noch mehr. Die Pfeilwand auch, da haben wir dann eine größere Entfernung. Was macht das hier? Im größeren Bereich, ne?
Kosten weniger, das hört sich gut an. Was haben wir denn noch Brauchbares? Die Barrikaden. Barrikaden kosten weniger, haben wir nicht mehr genug für. Dann würde ich sagen, müssen wir neue sammeln und vielleicht spiele ich noch ein Level und verbessere das dann auch noch. Ich sag jetzt mal Servus, bis zum nächsten Video von Orcs Must Die. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr merkt den Qualitätsunterschied von diesem wundervollen Headset, Mikrofon, was auch immer, zu den alten. Ich sag Servus, bis zum nächsten Mal.